und keine Lust auf den sogenannten Idiotentest, die medizinisch-psychologische Untersuchung. Da hat sich so mancher einen neuen Führerschein im europäischen Ausland besorgt. Das geht künftig nicht mehr so einfach, denn diesen sogenannten Führerscheintourismus hat heute der Europäische Gerichtshof stark eingeschränkt. EU-Führerschein aus dem Ausland bei Auflage der MPU im deutschen Fernsehen. Hallo meine Freunde, zurück zum EU-Führerschein und gegen die MPU Willkür. Egal, ob es das ZDF, die ARD, RTL, Kabel 1, Pro7 oder Sat1 waren. Alle Sender waren schon bei uns. Das ist zwar schon eine Weile her, aber auch heute, in 2024, sind wir noch immer sehr gut im Geschäft. Besser denn je. Mit diesem Essen-Video werde ich dir eine spannende Playlist erstellen und schrittweise alle TV-Beiträge zum EU-Führerschein kommentieren und hier hochladen. Die meisten TV-Beiträge, die man im Internet zum EU-Führerschein finden kann, diese sind über mein Unternehmen, meine Fahrschulen in Deutschland, Tschechien, Kenia und seit diesem Jahr auch in Irland. Daher solltest du in jedem Falle dieses Video liken und den Kanal abonnieren zu diesem TV-Beitrag vom ZDF. Der EuGH hatte in 2008 in gleich zwei Fällen entschieden, das Wiedemann- und Funk-Urteil, dass man einen Wohnsitz über 6 Monate nachweisen muss. In diesen Fällen hatten die Inhaber eine deutsche Adresse im tschechischen EU-Führerschein. Diese Handhabung, dass man einen EU-Führerschein ohne tschechische Adresse ausgestellt hatte, das hatte Tschechien von 2004 bis 2007 so gehandhabt. Das Geile daran, innerhalb von 4 Wochen hattest du deinen Führerschein. Was nun aber beim Europäischen Gerichtshof gelandet ist. Deutschland muss diese EU-Führerscheine nicht anerkennen, die eine deutsche Adresse im tschechischen Führerschein haben, da kein Nachweis zum Wohnsitzprinzip vorliegt. Es hätte eine deutsche Adresse im Führerschein eingetragen sein müssen, ja dann wäre alles in Ordnung gewesen. Übrigens, das wurde auch in Polen und in anderen Ländern in dieser Anfangszeit des EU-Führerschein-Tourismus gehandhabt. Doch seit 2007 war das in allen Ländern geändert. Wegen Alkohol am Steuer verlor Carlos aus Frankfurt vor 3 Jahren seine Fahrerlaubnis. Ohne MPU, der medizinisch-psychologischen Untersuchung, kann er in Deutschland keinen neuen Führerschein bekommen. Diese Fahrschule in Frankfurt bietet dies ihm trotzdem. Der Dreh, die Prüfung wird in Tschechien abgelegt. Ein Idiotentest ist dort nicht zwingend. Über 2000 Euro muss Carlos dafür auf den Tisch legen. Ich habe vor Jahren meinen Führerschein wegen Alkohol verloren. Und habe eine MPO gemacht und bin leider durchgefallen. Und jetzt will ich auf die Schnelle einen Führerschein machen. Deswegen mache ich das jetzt hier im Ausland in Tschechien. Das hat der Europäische Gerichtshof heute erschwert. Ein tschechischer Führerschein zum Beispiel wird künftig in Deutschland nur noch anerkannt, wenn der Fahrschüler zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens 6 Monate in Tschechien einen Wohnsitz hat. Alkoholsünder in Deutschland bekommen nicht nur den Führerschein entzogen, sondern dürfen erst nach einer Therapie wieder ans Steuer. Idiotentest heißt das im Volksmund. Obwohl in Tschechien dies kein Zwang ist, muss Deutschland den ausländischen Führerschein auch ohne Idiotentest anerkennen. Kritik vom ADAC. Wer den Aufwand betreibt, im Ausland einen Führerschein zu erwerben, macht es deshalb, weil er in Deutschland schon mehrfach durch die medizinisch-psychologische Untersuchung durchgefallen ist. Das heißt, hier wurde wiederholt festgestellt, dass jemand ungeeignet ist zum Führen von Kraftfahrzeugen auf Straßen und er stellt ein erhebliches Gefahrenpotenzial dar auf unseren Straßen. Das kann nicht akzeptiert werden. Verkehrssünder wie Carlos brauchen künftig einen Wohnsitz im Ausland. Doch der Idiotentest bleibt ihnen erspart. Und die Prüfung können sie in Tschechien auch auf Deutsch ablegen.